Ladies and Gentlemen, mein Name ist Roland Resch. Wir werden heute ein bisschen mehr in die Materie Willi reingehen, und zwar den König der Willis, Schräglagen-Willi, aber gleich mehr nach dem Intro. So, Freunde, ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Faktor ist genau der Punkt, wo man das Motorrad quasi mit Kupplung nach oben holt. Warum? Wir wissen schon aus Part Nummer 1, Video von ungefähr 2-3 Monaten übers Willi-Fahren von mir, dass es sehr wichtig ist, diesen Punkt zu halten und vor allem nach hinten mit der Fußbremse zu kontrollieren, dass man nicht hinten runterfällt, und seitlich quasi diese Achse mit der Körperbeherrschung, mit der Balance austariert. Ja? Ich möchte euch jetzt ein bisschen im Video noch zeigen, wie dieser Punkt, dieses Motorrad nach oben bekommen, funktioniert, damit ihr euch einfach leichter tut beim Trainieren. Viel Spaß beim Zuschauen. So, Freunde, ihr merkt schon, alles geht eigentlich nur dann gut, wenn man die Bedienbarkeiten und die Achsen nach vorne, hinten, seitlich unter Kontrolle hat. In dem Video soll es mehr oder weniger darum gehen, dass wir einen Schräglagen-Willi mehr thematisieren. Schräglagen-Willi, was ist damit gemeint eigentlich? Ich fahre einen Willi und kann gleichzeitig eine Kurve fahren. Mache ich sehr schnell, also hinausgerissen das Motorrad in Schräglage, ist es ein Schräglagen-Willi in dem Sinne. Ja? Mache ich jetzt ein bisschen vor, damit ihr ein bisschen eine Ahnung bekommt, um was es geht. Es ist ein bisschen der heilige Gral vom Willi-Fahren, weil das Ganze natürlich sehr, sehr abgestimmt auf dem Boden sein muss. Kupple ich zu viel ein, habe ich zu viel Leistung, kann ich natürlich, wenn ich jetzt einkupple, in Schräglage einen Highsider haben oder das Hinterrad rutscht mir weg. Also das ist was wirklich für die fortgeschrittene Schule. Aber im Großen und Ganzen möchte ich es ein bisschen vorzeigen, damit ihr mal ein Bild bekommt, was alles möglich ist, wenn man mal den normalen Willi unter Kontrolle hat und einfach fleißig übt. So, Freunde, ich habe jetzt auf der Wiese ein bisschen demonstriert, was es bedeutet, einen Schräglagen-Willi zu fahren und vor allem zu lenken übers Hinterrad, wenn ich einen Willi mache. Ja? Es ist nämlich sehr, sehr schwierig, das Motorrad quasi in alle Achsen zu halten und dann immer den Impuls übers Hinterrad zu geben. Also ich muss ganz leicht beim Einradfahren Impuls geben, Schräglage geben, aber trotzdem noch die Achse oben so halten, den Schwerpunkt oben so halten, dass mir das Vorderrad quasi nicht runterfällt. Ja? Und das ist die Schwierigkeit quasi beim Willi-Fahren generell, besonders wenn ich abschüssiges Gelände habe und wenn ich natürlich jetzt einen Kreis fahren will zum Beispiel. Ja? Aber man kann ganz gut, glaube ich, sehen auf der Wiese, ich tue leicht korrigieren und mache dadurch Richtung am Hinterreifen im Willi und kann schön die Kurve fahren. Ja? Und das bedarf natürlich sehr, sehr viel Übung. Ja? Und man sieht schon, mein Tipp ist auch immer, nehmt euch so eine Yamaha TTR 125, also kein Motorrad, was euch irgendwie überfährt oder überlastet, weil man kann auf einer Wiese, auf einem Acker oder auf einer Motocrossbahn, wo man ein bisschen gerade Fläche hat, wunderschön, ohne eben überlastet zu werden, mit diesen Motorrädern trainieren. So, Freunde, wir werden jetzt ein bisschen genauer auf den legendären Druckpunkt eingehen, der was bei jedem Motorrad natürlich anders ist. Ja? Aber der Druckpunkt entscheidet darüber, wann kommt ein Motorrad mit Gas nach oben oder eben nicht. Ja? Und allgemein ist ja das Problem, dass die meisten Motorradfahrer versuchen, mit Gas-Willis irgendwelche Willis zu produzieren und geben dadurch sehr viel Kontrolle ab. Warum geben sie Kontrolle ab? Weil ein Gas-Willi Bedienbarkeiten von Fußbremse, Kupplung einfach außen vor lässt und nur mit Speed funktioniert. Also runter, rauf, Gabel einfedern, Gas geben. Ist der Willi nicht steil genug im ersten Ansatz, wirst du immer schneller und gibst viel Kontrolle ab. Ja? Darum wollen wir jetzt eingehen, noch ganz kurz auf den Kupplungspunkt, der was quasi der Auslöser ist, quasi für den Willi. Ja? Ich mache das jetzt im Fahren ein bisschen vor, schaut genau zu, vielleicht seht ihr, dass das alles unter vollster Kontrolle passiert, damit ich einfach den Willi gut initiieren kann.
das mit dem Ausbalancieren mit dem Körper ist gar keine so leichte Sache und bedarf massiv viel Training natürlich. Was ich euch am Motorrad zeigen will, ist ganz klar, die Bedienbarkeiten am Bike müssen unter Kontrolle gehalten werden. Weil ich höre relativ oft in der Rennfahrerschule, dass man ja eigentlich nur Kupplung schnalzen lassen muss und Gas geben muss. Ja? Wenn man das macht, gibt man die Bedienbarkeiten ab, gibt man Kontrolle ab und die Sturzgefahr steigt zum Quadrat. Also mein Tipp ist ganz klar am Anfang, Kupplung, Gas, Fußbremse muss man ganz klar hundertprozentig unter Kontrolle haben, damit man anfangen kann, einen Gas-Kupplungswilli zu machen. Ja? Man hat vorher gesehen im Video, wenn ich das Motorrad raufhole, wupp, ist es relativ schnell auf einem Punkt und ich hole es mit der Fußbremse wieder zurück und kann dann quasi pendeln, vor, zurück und seitlich muss ich natürlich das Gleichgewicht halten, damit ich nicht umkippe. Ja? Ist eine relativ langwierige Sache, glaube ich, beim Trainieren, aber Step by Step, genauso habe ich auch angefangen. Wir machen noch ein paar Videos vor, damit ihr einfach ein besseres Gespür bekommt für, wie es funktionieren sollte. Und man merkt schon, wenn das Gleichgewicht und der Schwerpunkt nicht da ist, wo er hingehört, geht das Motorrad mit euch ab. Ich habe das jetzt noch gekonnt abfangen können, aber wie gesagt, Übung macht den Meister. Und wichtig ist, fahrt mit einer kleinen Kupertur, damit das auch gut funktioniert. Euer Roland, geil war's.